Zum Abschluss stellt sich natürlich noch die Frage, funktioniert diese Disrupt-then-Reframe-Technik auch dann, wenn es nicht um diese komische Umrechnung von Euro in Cent geht? Gibt es vielleicht auch andere Szenarien, die jetzt schon getestet wurden? Und diesbezüglich muss man sagen, steckt die Forschung noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Was man zum Beispiel schon getestet hat, ist ein Szenario, bei dem es um das Kaufen eines Fernsehers geht. Als Disrupt-then-Reframe-Technik kam hier zum Einsatz, dass der Verkäufer zunächst mal einige technische Daten dieses Fernsehers nennt. Also so ein technisches Gefasel, womit man zunächst mal eigentlich gar nichts anfangen kann. Und im Nachhinein, als Reframe, wird dann genannt, was eigentlich die Vorteile dieser technischen Daten letztlich sind. Und wenn man diese Technik verwendete, dann war die Erfolgsquote größer, als wenn man zum Beispiel nur die Vorteile des Fernsehers genannt hat. Also ein bisschen Technikgeschwafel im Vorfeld war wohl tatsächlich effektiver. Jetzt könnte man allerdings einwenden, naja, wenn der Verkäufer erst ein paar technische Daten nennt und mir dann das erklärt, was mir das Ganze bringt, dann kann es schon sein, dass der Verkäufer dann einfach als kompetenter wahrgenommen wird, als wenn er mir einfach nur die Vorteile aufzählt. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, andere Kontexte zu finden, bei denen es keine methodischen Einwände gäbe. Aber wie gesagt, die Forscher sind hier momentan noch dran und das eine oder andere Forschungsprojekt läuft gerade. Wenn es da was Neues gibt, dann halte ich euch auf dem Laufenden. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal.